Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Update Skyblock. Skyblock, Alter, Skygrid. Ja, es ist mal wieder ein Update-Video ohne Danielopoulos. Der hat noch irgendwas zu tun. Wir waren gerade im Europapark. Vielleicht kommt noch ein Vlog, aber nicht auf diesem Kanal. Wenn, dann müsst ihr. Vielleicht verlinke ich schon in der Beschreibung. Das wird aber dann wahrscheinlich ein richtig unausgereifter Kanal noch sein. Also sprich kein Kanal, Bild etc. Deshalb erwartet da schon mal noch nicht zu viel. Ich habe noch eh Probleme damit, das ein bisschen zu schneiden, weil ich es gar nicht erst auf meinen Rechner bekomme, es zu schneiden. Deshalb dauert es wohl noch ein bisschen. Aber den Kanal werde ich wahrscheinlich schon mal verlinken. Der wird heißen Entex. Keine Ahnung warum, war irgendwie cool. So, es gibt nicht viel Neues, aber ich möchte einfach, dass heute noch ein Video kommt. Diesmal habe ich die Hintergrundmusik nicht vergessen. Und zwar ist es so, dass ich nur eine Sache eigentlich gemacht habe, die ein bisschen aufwendiger war. Das war sicherlich die Mobfarm. Ich habe eine zweite Etage reingebaut. Und ich weiß nicht, ob es dadurch effektiver wurde oder sowas. Keine Ahnung. Kommt mir bis jetzt irgendwie nicht so vor, aber eigentlich müsste es ja effektiver sein. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Ich habe, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe hier eine kleine Kartoffelfarm und Karotten und sowas Farm aufgebaut. Dann habe ich in der letzten Folge einen Schwamm gefunden. Den haben wir auch hier unten platziert. Ja, am Anboss kann man übrigens nichts machen, sonst hätte ich mir schon lange eine Schärfe 20 Tierschwerter gemacht. Die Pilzkuh kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Ich habe jetzt nicht mal Rechte hier. Kann ich euch mal in die Lupulus-Truhen zeigen. Echt krassen Stuff. Ja, im Wesentlichen war es das wirklich schon wieder. Ich versuche gerade noch irgendwie einen anderen Spawner zu finden. Deshalb diese hässliche Treppe hier. Aber mehr gibt es im Moment nicht. Ich war ja heute mit Danielopoulos. Okay, seht ihr dann im Blog, wo wir waren. Tut mir leid. Aber ich habe heute so viel geschrien. Da ist man schon mal heiser. Ich hoffe, das ist ein trockener Schwamm. /ps@danielopoulos. So, im Wesentlichen war es das. Bis zur nächsten Folge. Ciao.